Was bringt das? Was hat das für einen Effekt? Ich habe keinen Effekt bemerkt. Bitte. Es macht keinen Sinn. Einfach, oh ja, jetzt ist weg. Jetzt hast du es gemacht und das war total geil. Das hast du gut gemacht. Kriegst einen Keks. Nein, nicht mal. Ich krieg nicht mal einen Keks. Ich will einen Keks. Oh, willst du einen Keks aus meiner, ist mir scheißegal, Lotte. Ja. Das sagt das Spiel schon. Danke, das hat eine ganz große Dose davon. Drücke rechte Wand. Das ist auch so ein Hinweis, der random ist. Ich gehe mal speichern noch, bevor irgendein Blödsinn passiert. Ja, holla. Dann gehe ich jetzt mal runter, vielleicht sind ein paar Sachen weggegangen. Ja, und nach dem Ding haben wir noch mindestens 3 Rätsel zu lösen. Scheiße, das eine ist das mit der rechten Wand, das andere ist das mit dem Schach. Und eins haben wir noch nicht gefunden. Ja. Gut, zumindest wissen wir, wofür die Rätsel da sind. Immerhin. So. Was war hier? War hier eins? Nee, hier war kein Rätsel. So. Das mit dem Tresor, da muss noch irgendwas sein. Nee, Rohr hat er ja gesagt, haben wir jetzt alle, oder? Also, wie viele Rätsel haben wir gemacht? Also 2 Stück sind jetzt unten, oder? Oder waren 3? Es waren 3 unten. Okay, das eine mit der Winterritterordnung, das andere, was wir gerade eben gemacht haben, mit den Zahlen. Was haben wir noch gemacht? Das Rohr und noch irgendwas anderes. Wenn du das Rohr noch mitzählst, dann waren es 3, ja. Drücke rechte Wand. Oh, bitte sag mir jetzt nicht. Ist immer noch das Gleiche. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ich drück doch die rechte Wand. Drück die Wand. Kannst du oben, also rechts neben der Schrift, nach oben die Wand andrücken? Eine kleine Einkerbung. Ah. Aha, also random doch irgendwas andrücken. Damit haben wir das Rätsel gelöst. Geil. Geht ja irgendwie voran. Habe ich so das Gefühl, zumindest ein bisschen gerade. So. Was hat der hier? So, das wird im Schach. Ich hab unten noch was. Ja. So, damit haben wir hier oben den Bereich, glaube ich, geklärt. War hier drüben. Was war denn hier drüben noch alles? Wie viel Prozent haben wir geschafft jetzt denn? Wir sind bei 80. Immer noch. Immer noch. Ja. Ich nehme an, der Rest kommt dann nach den Rätseln. Also es wird nach den Rätseln hochgezählt. Ja. So. Klo hatten wir auch. Hier das haben wir gemacht. Jo. Dann habe ich TNT gefunden noch. Stimmt, das braucht man noch für die. Ja, okay, für die Rätsel nicht unbedingt. Ja, Krieger, Windfallen, Form, antike Waffen. Ja, komm, geh weg. So. Da war auch nichts mehr. Nee, hier war auch kein weiterer Weg. Das heißt, hier den Bereich haben wir auch geklärt. Damit haben wir 4. Das heißt, wir brauchen nur noch 2. Hm. Puh. Schon hart. Das ist harte Kost. Das muss man ihm sagen. Da könnte noch irgendwas sein, aber wie kommt man da hin? Ich glaube auch, nur ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Vielleicht Wing. Wing konnte sich doch denn das letzte Mal auch irgendwo durchzwängen. Ich meine, Wing kann sowieso alles. Hill kann nur Käfer zertreten und Statuen verschieben. Also ist er ziemlich nutzlos. Aber ich wüsste auch nicht, wie man hinkommt. Keine Ahnung. Was mit dem Schach ist eigentlich auch ganz cool. Ja, die Schachidee ist cool, wenn man halt weiß, was man machen muss.
Was in dem Fall gerade Und nicht wenn der der Fall. König in dem Fall halt auch weiß wäre, das wäre dann irgendwie sinnvoll, dass man nicht seinen eigenen König kaputt Was? kloppt. Ist nicht sinnvoll? Ja, ich kann. Oh. Schneller reden. Oder, weil in dem Buch stand ja auch drin, dass die Bauern sich vor den König stellen und Stimmt, ihn beschützen und stimmt. so, aber vor was? Moment. Eventuell. Ah, Moment. Sterben hinterlassen Ort. Ach nee, das ist falsches Buch. Ja, ist das gruselig. Wo waren das nochmal? War es hier? Nein. Nee. Das hat damit nichts zu tun. So. Nee, wo stand denn das nochmal? Keine Ahnung, aber Was stand da das stand drin? eigentlich nichts anderes drin, außer dass die Bauern sich vor den König Ja, gestellt da stand haben. aber noch was Also, mit dem Turm. Wir haben ja auch noch einen Turm. ja, stand da wirklich was? Da stand irgendwas noch von Turm und dann kam der Ritter, der 1000 Schlachten geschlagen hatte. Ach, stimmt, Und das ist dann genau. wahrscheinlich das Pferd, weil, also. Der Reiter, genau, ja. Ja, ich kann nicht lesen. Ach so, das stand hier. Moment, der Kriegskönig stand still inmitten des Sturms der Schlacht. Genau. Der Turm, zwei Blickfelder im Osten. Also zwei Felder von ihm entfernt. Im Osten, also auf der rechten Seite. Osten ist der einzige Schutz vor dem kleinen Königreich geblieben war. Die Joanen-Bauern schützen den König wie eine Mauer. Direkt vor ihm fingen sie alle kritischen Hiebe ab, die das feindliche Schwert zu verteilen vermochte. Und gaben ihr Leben für die Hoffnung, den Herrscher gesteckt hatten. Zur Linken des Königs erscheint ein schwarzer Ritter. Fleck mit. Zur Linken des Königs, okay. Ich Gehe ich glaube. davon aus, dass unten der Bauer kommt, links der Ritter und re zwei rechts der Turm. So, also der Turm, der muss zwei im Osten. Ah, ob halt die Fresse wegen. So. Zwei Felder, ne? Zwei Blickfelder, ja. Ich nehme an, dass da die Blickrichtung des Königs ist. Da er rund ist, keine Ahnung. Ich glaube, der guckt nach unten. Keine Ahnung. Ich weiß nur nicht, ob es richtig ist, weil ich welche Richtung guckt der? Ich weiß leider nicht, in welche Richtung dieser König guckt. Mach mal den Bauer dahin, wo es wert ist jetzt. Hier jetzt. Ja, und das Pferd eins nach Es rechts hat und was den Turm gewackelt. noch eins Das nach war links. richtig. Es hat was gewackelt. Das Ja? heißt, das war richtig. Gut. Okay. Gut. Dann wäre dieses Rätsel auch gelöst. Es fehlt uns nur noch eins, glaube ich, oder? Huch! TNT, ah. Ah, das könnte man auch ankündigen. Tut mir leid, aber einfach hinnehmen. Oh, ein Schalter. Oh, wie kreativ. Geil. Na gut, ich meine, das war das einzige Sinnvolle. Ich meine, der hat jetzt den Schalter betätigt. Logisch, dass dann auch irgendwas passiert, weil im Rest hat er eigentlich nur komische Flecken von der Wand gemacht. Das andere waren Kinderrätsel. Das war das einzig Sinnvolle. Hinter der Betonbank einen Schalter zu aktivieren. Oder aktivieren zu müssen. Das ist das einzig Sinnvolle. Auch wenn es total unepisch dargestellt und überhaupt nicht realistisch war, weil das Ding einfach explodiert ist. So, jetzt kommen wir hier durch. Oh, Wunderasche. Oh, das hat sich total gelohnt gerade noch. Das muss man ja mal sagen. Vor allem ist hier nicht. Doch, bei den Käfern haben wir es gebraucht. Warum ist hier alles so steril, weil der Typ vergessen hat, den Filter drüber zu legen. Ganz einfach. Wundelstor ist im Krieg ein taktischer Stützpunkt, der an Grenze des damaligen Erdreichs erbaut wurde. Die Windritter haben Erdkönigreich jedoch bis hin zur ehemaligen Hauptstadt annektiert. Beschlagnahmt, oder? Keine Ahnung. Dadurch wurde Wunderstone zu einem der bedeutendsten Lager der Windnation. Ich kann schon nicht mehr reden, man merkt, dass es spät ist. Wunderstone war einzig und allein
Anlaufpunkt für die Streitkräfte im Westen und eben von mobiler Natur. Alles, was sich hier befindet, ist Zeugs, das es hart auf der Hart kommt, leicht. Oh, ich kann echt nicht mehr lesen langsam. Ist die Musik im Spiel, oder? Ja, ich höre die auch. Wieder entfernt werden kann. Es ist nötig, kann Wundelstan innerhalb weniger Stunden evakuiert werden. Häftlinge werden dann im Kerker zurückgelassen. Die Kerkertür hermetisch verschlossen. Vor uns befindet sich der Eingang. Kerker? Ja, Kerker, das ist das Ding halt. Ja, ein Trakt, der von der Außenwelt hermetisch abgeschottet ist. Das heißt, hier könnte Kase gefangen gehalten werden. Durchaus. Das ist möglich. Verdammt, wir müssen in den Kerker. Ich will meine Schwester wieder zurück. Du wirst nicht mehr lange genug leben, um sie zu retten. Ja, ich weiß. Darum bitte ich dich, sie hier lebendig rauszubringen. Weil es ist halt so. Und was ist mit War? War the World. Du hattest recht. Es wird nichts bringen, wenn ich ihn töte. Aber ich habe Kraft. Überelfische Kraft. Ich bin ein Überelf. Also bin ich 12. Die vereinten Kräfte der Windelfen, die unter der Windregierung leiden, mussten. Ich werde uns den Weg frei machen. Wenn ich bis dahin herausgefunden habe, wie man die Kraft wirklich aktiviert. Ich glaube aber, ich weiß, dass das geht. Und du holst sie raus. Ich weiß, dass du das kannst. Wir werden auf dem Weg zum Kerker sicher auf ihn treffen. Umso besser. Er wird dafür bezahlen, was er meiner Familie angetan hat. Kase, wir holen dich hier raus. Wir holen dich hier raus. Hey, hier ist ein Pilz. Da unten ist noch ein Pilz. Der ist sogar eingesperrt, der Pilz. Weiß ich auch, was die ganzen Pilze da sollen. Wing kann nun mit ihren Armbrust schießen. Der Köcher kann mit Bolzen gefüllt werden, die hier über den Abschnitt verteilt sind. Mit Bolzen sollte sparsam umgegangen werden. Geschossen wird auf Enter. Okay. Okay, ja, wir bauen noch ein Spielfeature ein. Das ist eine ganz gute Idee. Das hilft bestimmt bei 90% des Spiels, nochmal ein Spielfeature einzubauen. Dann zeig mal her, ja, was kann. Wie viel Schuss hast du denn? Hast 99 Muni. Muss doch reichen. Keine Bolzen mehr vorhanden. Ich hab 99. Immer noch keine Bolzen mehr vorhanden. Ja, da oben die komischen Dinger. 20 Bolzen erhalten, okay. Hey, wunderschön. Ja. 5 Bolzen erhalten. Dann nehmen wir mal mit. Moment! Fünf Bolzen erhalten! Oh nein! Und unten die 20? Nö, die sind weg. Da ja, hat er den Switch gesetzt. Das heißt, er weiß, wie es geht. Das macht umso schlimmer. 40 Bolzen und 99 Muni. Und trotzdem keine Munition. Vergiss nicht, wir müssen nicht sparsam damit umgehen. Ja, ja, ich weiß. Wir könnten fast davon... Ich weiß nicht mal, ob das gewollt sein könnte, dass eventuell, wenn uns die Muni ausgeht, dass wir nicht in einem Gamebreaker stecken. Wobei ich mir es irgendwie auch nicht vorstellen kann, nachdem ich den Glitch mit der Wunderasche gesehen habe. Und ich glaube nicht, dass der geplant war. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Also wenn ich Händler wäre, wüsste ich, wo ich immer hingehen würde, um mein Zeug zu... Jetzt weißt du, warum Munition grundlegend in Rollenspielen so billig ist. Ja, ich mache das jetzt on camera. Einfach nur, weil ich es kann. So. Das hat das Spiel nicht verdient, dass ich das rausschneide. Ja, wir können ja derzeit ein bisschen was über Fischstäbchen reden oder so. Ja, es geht zum Glück ganz schnell. Und ich mag echt Fischstäbchen. Also ich mag besonders die Panade. Der Fisch selber drin ist mir ein bisschen matschig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich esse Fischstäbchen wegen der Panade. Ja, ich eigentlich auch. Ich mache immer oben so den Deckel quasi mit der Gabel ab und pick dann den Fisch so ein bisschen raus, esse den Fisch und dann esse ich erst die Panade drum, weil das eigentlich das Geilste daran ist. Ja,
An sich schon. Weiß nicht warum, aber ja. So, wir haben 99 richtig. Bolzen. Ja, gut. Das speichern so, wir. So, das war jetzt was Kleines über Fischstäbchen. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr über Fischstäbchen denkt. So, gut. Sehr schön. Hey, Bolzen! Oder so. Das, das ist. Das sind Gegner. Haha, du bist eingesperrt. Ah! Du bist gar nicht eingesperrt, das sieht nur so aus! Oh nein, sie sind so aggro, sie gehen auf mich los. Oh cool. Oh, wie funktioniert das auch? Nicht ausweichen hier. Ich will Maschinengewehr. Lass sie treffen! Alter! Ups. Die müssten da jetzt so Slow Motion reinbauen, so Matrix-Style. Piu, piu, piu. Ich treffe doch nicht. Hey! Zeit zu sterben. Wie viele Bolzen halten die aus? Ich meine, du schießt den mitten ins Gesicht. Also ich habe vorhin nur einen ausgehalten. Muss man mal dazu sagen. Aber hier macht es wenigstens Sinn, dass man wieder Wunderasche hat. Ach, ich renne einmal wieder raus. Warum schieße ich eigentlich auf... Moment. Schuss hab ich noch. 65. Au! Alter, was geht denn mit denen? Die machen ordentlich Schaden. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich frag mich... Ich frag mich echt, ob es was bringt, überhaupt auf die zu schießen. Mein... Wahrscheinlich sind sie einfach nur tot. Ich will einen umlegen, dann damit ich mein Gefühl habe. Der ist tot. Kann ich den looten? Nee. Magic Plate Armor. Wir halten zwei Schuss aus im Übrigen. Okay, das ist noch eine realistische Zahl. Gut, dann schieße ich die jetzt einfach um. Ich hoffe, dass die tot bleiben. Ich schieße mir mal das Blut da oben ab. Also das in der Mitte. Ah! Oh, du machst den Blutschaden. Stierblut! 20 Bolzen! 98, das geht ja gar nicht. Der sammelt auf, da muss ich nicht gleichzeitig schießen. Und sie bleiben sogar tot. Sehr gut. Da hat er den Switch gesetzt wieder. Hm, komisch. Kann ich das mitnehmen? Nö. Kann ich da irgendwas mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Warum sollte ich auch? Ah, vielleicht muss ich die umschießen wegen den Stangen hier. Oh, ich kann die Nonnen umschießen. Das ist cool, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Das sind Elite-Nonnen. Die ignorieren deine Bolzen. Ja, mit der Kraft der Ignoranz. Okay, ja, das hat nichts gebracht. Cool. Warum stehen die eigentlich in den Zellen drin? Sind die keine anderen Hobbys? Ich glaube nicht. Oh nein! Wing! Hier kann ich übrigens nicht schießen. Hier gibt es nämlich keine Gegner. Sehr gut, das hat mir nichts gebracht. Da unten ist eine Tür, die keinen interessiert. Oh mein Gott, sie sind so aggro. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Bam. Wir einfach alle auf dich zurennen, so total. Ja, das sind so richtige Gegner, also die... Die nicht einfach nur random durch die Gegend rennen oder so. Nein, nein, die haben Taktik. Also siehst du mal, wie die voll dodgen und alles. Guck. Und dann läuft er dann... Ah, siehst du, da war wieder seine Dodging-Aktion. Und dann könnte fast meinen, dass sie nicht wissen, wo ich bin. Und sie auch einfach ignorieren, dass ich auf sie geschossen habe. Oh, 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 fast hätten sie mich eingekreist. Oh. Ich sollte aufhören zu spielen. Also ich meine jetzt wirklich aufhören zu spielen. Und der hat einfach meinen Bolzen ignoriert. Hör auf, meinen Bolzen zu ignorieren. Ich hab ja nur unendlich davon. Wieso habt ihr eigentlich keine Bolzen? Warum liegt hier eigentlich Bolzen rum, wenn ihr keine Armbrust habt, außer ich? Wo hab ich eigentlich die Armbrust her? Achso, nee. Doch, ich hab die Armbrust tatsächlich gefunden. Stimmt, bei dem Klavier. Da hab ich eine Armbrust her. Die machen aber unglaublich viel Schaden. Viel mehr als der Todesritter am Anfang. Komm her. Bam. Bam. So, jetzt hat sich hier was geöffnet. Ansatzweise followen würden, aber nee. So, jetzt nehmen wir hier oben die Wunderasche mit.
wechseln wieder auf Wing. Und weil Wing ja Schaden genommen hat, halten wir einfach mal so. Was soll der Geiz? Wir haben es ja